wenn man auf Bern kommt, ist es überhaupt nicht so, dass dort auf einen gewartet wird, sondern am Anfang muss man ziemlich kämpfen, dass man überhaupt sich mit einem Geschäft befassen kann, dass man reden kann. Die Redezeit ist auch sehr eingeschränkt. Mir ist es gelungen, in den 11 Jahren oder 12 Jahren, die ich jetzt im Nationalrat bin, mir hier eine Position zu erarbeiten. Ich genieße den Respekt der Leute in der Verwaltung, weil ich bin dafür bekannt, dass ich mich nur zu den Sachen äussere, wo ich etwas davon verstand. Ich weiss unterdessen, wie ich es aufgleisen muss, wenn ich etwas möchte einbringen möchte. Manchmal kann man es nicht einmal selber einbringen, sondern man muss es auf Umweg machen. Das sind alles Sachen, die man mit der Zeit lernt. Das braucht wirklich Erfahrung. Aber es braucht auch Akzeptanz. Es braucht Akzeptanz eben nicht nur im eigenen Lager, im eigenen politischen Lager, sondern auch bei den Bürgerlichen. Ich höre immer wieder, ja, ich teile deine Meinung nicht, aber ich kann das nachvollziehen und ich sehe, dass du mit Herzblut kämpfst. Und manchmal gelingt es dann auch wirklich, so jemanden dazu zu motivieren, um vielleicht doch das eine oder andere Mal mich zu unterstützen, dann auch konkret. Eine Politik für alle statt für wenige heisst in der Sozialpolitik zum Beispiel, dass man sicher schaut, dass vor allem die unteren Schichten, dass die wirklich, dass dort wieder eine Umverteilung gibt zu denen und nicht von denen weg. Dass nicht Privilegien von Einzelnen weiterhin gepflegt werden, sondern dass man wirklich schaut, dass niemand durch das soziale Netz durchgeht. Und das ist für mich Politik für alle statt für wenige. In diesen Themenbereichen, wo ich speziell aktiv bin, in der Sozialpolitik und in der Migrationspolitik, gibt es leider nicht so viele Höhepunkte im Sinn von, dass wir Sachen so gewinnen, wie wir das gerne hätten. Manchmal ist ein Höhepunkt, wenn man etwas verhindern kann. Also wenn man zum Beispiel eine Revision verhindern kann, was uns bei der IV-Revision gelungen ist, die Verschlechterungen bringen für die Betroffenen. Manchmal ist es auch so, dass man in einer Kommissionssitzung mit guten Kompromissen, Allianzen, die verheben, kleine Schritte bewegen kann.